Ja, Mahlzeit, Freunde. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Hier hat gerade der DHL-Bote geklingelt und ich hatte ja schon gesagt, dass ich mal die Tage jetzt noch ein Paket erwarte. Und ja, das ist gerade angekommen und das wollen wir mal zusammen auspacken. Ich muss dazu sagen, ich war schon so neugierig und habe es hier aufgemacht. Von daher, ja, bitte ich das zu entschuldigen. Ja. Dann schauen wir mal, was da drin ist. Ich hoffe mal, ich bin einigermaßen im Bild. Ja, da ist das gute Stück auch. Das ist ein Victorinox. Und das ist ein Kompakt. Und das Messer ist nagelneu. Also Christoph, Schnorres 58. Ich bin immer noch sprachlos, dass du das einfach so losgeschickt hast. Zuerst wollte ich es echt gar nicht annehmen, aber ja, ich habe es dann doch gemacht, weil ich es tatsächlich auch unbedingt haben wollte. Christoph, vielen, vielen lieben Dank. Mir fehlen ehrlich gesagt gerade die Worte. Entschuldigung, wenn ich mich wiederhole. Das ist nagelneu, da sind keine Kratzer auf den Griffschalen, da ist nichts drauf. Und ihr wisst selber, was das Kompakt kostet im Neuwert. Und das hat er mir einfach so rumgeschickt. Und dann hatte ich zu ihm gesagt, dass ich mich revanchieren will, also dass ich ihm was zurückschicken möchte dafür. Und dann sagt er, nee, brauchst du nicht. Also Christoph, wie gesagt, das Messer ist ja tadellos, da ist ja nichts mit. Also ich werde mich definitiv revanchieren. Ich muss mir aber noch was einfallen lassen. Und ja, diese Woche weiß ich nicht, ob ich das noch schaffe. Nächste Woche vielleicht. Christoph, vielen, vielen lieben Dank dafür. Ja, Entschuldigung, ich wiederhole mich nochmal, aber mir fehlen da gerade so ein bisschen die Worte. Und ja, ich werde mich revanchieren. Du bekommst ein Paket von mir zurück. Das kann ich dir versprechen, weil das geht nicht einfach so, dass du mir das so rumschickst. Ja, da mache ich dir definitiv auch eine kleine Freude, hoffe ich zumindest. Und ja, ich sage nochmal tausend, tausend Dank dafür, dass du so gutmütig bist und mir das einfach so zukommen lassen hast. Ja, Leute, wie ihr merkt, ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich dazu weiter sagen soll. Nochmal tausend Dank, Christoph. Und ja, wir schreiben nochmal auf Facebook gleich, würde ich sagen. Ich melde mich nochmal bei dir. Und dann machen wir alles weitere aus. Also nochmal tausend Dank. Und ja, hier, das ist das Kompakt Korkenzieher mit kleinen Schraubendreher. Dann hier der Pakethaken. Na. Und dann haben wir hier das Kombi-Tool, das ist Dosenöffner und Flaschenöffner zugleich. Na, ihr seht das, da ist noch das, ich halte das mal ein bisschen dichter ran, da ist sogar noch das Fabriköl drauf, also das ist nagelneu, Christoph. Also, ja, die Klinge dann halt und dann die Schere. Ja, und die Plusgriffschalen hier mit dem Kugelschreiber dann. Ja, nochmal vielen, vielen Dank, Christoph. Ich schreibe dich gleich nachher mal an auf Facebook und dann, ja, auch an die anderen sage ich danke fürs Reinzeppen und dann, ja, tut mir leid, ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Ich melde mich nochmal die Tage. Alles klar, ich wünsche euch was. Tschüss.